Wollen wir Jurassic Park 2 gucken? The Lost World. Wir können Jurassic Park 2 The Lost World gucken, ebenso wie auch im letzten Stream. Das heißt, ihr bekommt hier einen Timer eingeblendet, wahrscheinlich auf der Seite eher. Und dann könnt ihr euch parallel dazuschalten und könnt den Film mitgucken. Ja, so hilft ihr mir nicht weiter. Es muss schon eine Mehrheit da sein. Die Mehrheit ist also anscheinend bei The Lost World. Wie kann ich denn über Twitch abstimmen? Alan Grant würde Doku sagen, sehr wahrscheinlich würde er Doku sagen. Er würde auch sehr wahrscheinlich sagen, Doku über Paläontologie. Was wir auch machen können. So müsste das doch einigermaßen klappen, oder ist das zu... Ich muss das nächste Mal, mache ich da ein richtiges Chatfenster noch draus, aber da müsste ich jetzt erst wieder in neue Dashboards gehen und das wieder separat irgendwie einstellen, damit dieser der Chat größer ist. Ich mache das beim nächsten Mal alles ein bisschen perfektionistischer. Was für ein Thema sind wir gerade? Bin halt jetzt erst dazu gekommen. Wir sind gerade noch dabei, uns einzurichten für Jurassic Park 2 The Lost World. Schauen wir jetzt nämlich gleich hier gemeinsam. Aber ich denke mal, das ist so in Ordnung, oder? Das kann man erstmal jetzt provisorisch so lassen für heute. Und beim nächsten Mal machen wir das dann richtig. Okay. Ich muss sagen, ich finde den Humor von Ian Malcolm in dem Film so geil. Viel besser als in Dominion, weil da war der Humor wirklich schlecht. Aber auch nur, weil er ganz genau weiß, was alles passieren kann. Richtig, richtig. Ja, richtig. Ey, es wird... Ich gebe mir echt Mühe. Ich gebe mir echt wirklich Mühe. Und ich will auch nicht immer auf Jurassic World Dominion rumreiten. Aber es manchmal sind einfach Momente in den Filmen, wo du wirklich sagen musst, das ist so viel besser als alles, was Jurassic World gemacht hat. Und Jurassic Park 2 gehört noch mit dazu. Ab Jurassic Park 3 können wir uns von mir aus streiten. Da wird es ja auch wirklich Streitgespräche geben. Bin ich mir ganz sicher. Weil viele Jurassic Park 3 überhaupt nicht mögen. Und ich bin der Meinung, sogar Jurassic Park 3 ist besser als jeder Jurassic World Film. Das ist meine Meinung. Unknown Kaiju Wars for Life. Dankeschön. Wir gucken jetzt Jurassic Park 2 The Lost World. Erkennbar an dem Logo, was ich hier eingeblendet habe. Ich kann es nicht streamen. Wie gesagt, auf Amazon ist es nicht mehr verfügbar. Das heißt, wir gucken das jetzt separat, so indem ich den Timer da oben aktiviere. Wo ist der denn? Oh Gott. Den Timer hier oben aktiviere. Und dann könnt ihr da live parallel mitschauen oder euch eben synchronisieren mit der Timeline. Dann können wir zusammen Jurassic Park 2 gucken. Wir zählen jetzt runter. Drei, zwei, eins und play. Ist da gerade kein Ton am Anfang oder habe ich mir Kopfhörer nicht an? Doch. Ich darf nicht vergessen, den Desktop-Audio auszuschalten. Ich bin auch kleiner Bruder. Der hat Dominion im Kino gesehen, aber kennt die ersten nicht. K.A. wie das geht. Ja gut, Jurassic World kannst du irgendwie auch so gucken. Oder? Teil 1 brauchst du Teil... Also musst du die alten Teile dazu kennen, um Jurassic World zu verstehen? Ich glaube eigentlich nicht. Es reicht ja eigentlich, wenn du... Ja, Jurassic World 1 und 2 gesehen hast. Dann kannst du ja schon mitreden im Endeffekt. So, es könnte ja Zeit für die Fun Facts an dieser Stelle. Diese Szene ist übrigens eigentlich aus dem ersten Jurassic Park Teil. Zumindest im Buch, und es wurde auch kurz überlegt, das Ganze in Jurassic Park 1 einzubauen, also in den Film. Wäre dann aber wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Deswegen hat man sich dazu entschieden, diese Szene aus dem Film rauszustreichen. Sind die vom Boot runtergeschwommen? Keine Ahnung. Die sind reich, Mann. Die sind wahrscheinlich dieses kurze Stück vom Boot zum Strand mit dem Helikopter geflogen oder so. Ich weiß es nicht, wie so reiche Leute halt ticken. Mit dem U-Boot oder irgend sowas.
Die T-Rex-Szene mit der Wohnung ist geil, das stimmt. Viele kritisieren ja den Moment, wo dann der T-Rex später in der Stadt auftaucht. Ich finde das ziemlich geil. Ja, die Szene mit Eddie, ey, da kommen wir auch noch hin. Ich finde die auch immer wieder sauschlimm. Sauschlimm, ey. Es gibt, glaube ich, nur zwei Personen im gesamten Jurassic-Franchise, die einen Heldentod sterben. Das ist einmal Eddie und Robert Muldoon. Oder? Habe ich jemanden vergessen? Das mit dem Jurassic Park in San Diego ist auch eine Sache, was man eigentlich noch kurz, noch gut verfilmen könnte. Die sollen jetzt aufhören, so die ganze Zeit animierte Serien zu machen, nur weil es schneller geht und kostengünstiger ist. Die sollen jetzt mal wieder zurück zu den Wurzeln kommen. Ey, nochmal ganz kurz, jetzt fange ich jetzt schon an, über Jurassic World zu meckern, wie krass. Das hier ist ein echter Zug, in dem die da fahren, weil Züge gibt es in echt. In Jurassic World sitzen die einfach in einem CGI-Zug. Also der Zug an sich ist halt auch echt gebaut, aber der Hintergrund ist eben nicht echt. Es ist. Ai, egal. Ist ja auch wurscht. Ich glaube, Malcolm hat sich verlaufen und ist eigentlich gerade in die Villa von Bruce Wayne gekommen. Der Typ sieht aus wie Alfred, ey. Könnt ihr die Kritik nach, oder die Kritik nicht, könnt ihr das Argument nachvollziehen, Ian Malcolm verhält sich in Jurassic World Dominion genauso wie in den Teilen davor? Weil ich finde auf gar keinen Fall. Hier ist er doch ernst, hier ist er doch wirklich eine ernstzunehmende Figur. In Jurassic World Dominion macht er in einer Tour Witze über alles. Alles ist lustig. Gibt es eigentlich Charaktere, der in jedem Film zu sehen ist, in jedem einzelnen? Nein. Wenn du die Raptoren als Charaktere bezeichnen oder die T-Rex, aber dann auch nicht, das sind ja auch wieder andere. Nee, gibt's eigentlich nicht. In Dominion ist da mehr Jeff und nicht Ian. Ja, richtig, richtig. Da ist er einfach nur Jeff Goldblum, doch. Aber viele haben gesagt, ey, der verhält sich in Dominion genauso wie in Jurassic Park 2. Und ich finde gar nicht. Auch hier ist der einfach jetzt total ernst. So ein richtig ernstzunehmender Kerl, wo du ganz genau merkst, ey, der hat noch damit zu knabbern an den Ereignissen aus Jurassic Park 1. In Jurassic World Dominion arbeitet er einfach für eine Firma, die noch schlimmer ist als Ingen und checkt's aber nicht. Was ein Schwachsinn, ey, was ein Schwachsinn. Ian Malcolm ist ja nicht mal ein großer Verfechter von Ingen. Also, nee, sorry, wir dürfen jetzt nicht wieder anfangen, über Dominion zu meckern. Oder ich. Ja, Ian Malcolm spielt aber nicht immer. Ach Quatsch, Jeff Goldblum spielt aber nicht immer nur sich selbst. Ich meine, der hat sogar bei Independence Day 2 hat er besser dieselbe Figur gespielt wie in Independence Day 1, als im Vergleich zu Jurassic Park 2 zu Jurassic World Dominion. Das ist das Drehbuch einfach. Wenn das Drehbuch scheiße ist, dann und der Regisseur eine Pflaume. Und ja, Colin Trevorrow ist leider eine Pflaume.
Also je mehr ich über diesen Mann lese, umso mehr denke ich mir, ey, wenn der dieses ganze Franchise jetzt aufbaut, dann wird das so eine, ach, dann wird das in Zukunft nur noch, das wird Fast and Furious mit Dinos werden, ohne Mist. Bis wir irgendwann dann den T-Rex ins All ballern. Ich mag ihn auch. Ich mag ihn ja auch. Ist es schlau, sich Jurassic Park The Game bei eBay zu kaufen? Ja klar, warum nicht? Wenn du das Spiel bei eBay kaufst, bekommst du es ja als CD. Dann brauchst du, meine ich, auch keinen Code. Und wenn es der Code da drin hinterlegt, nur um das Spiel dann zu installieren. Aber sobald es installiert ist, kannst du es dann auch per Steam zocken. So. Dilophosaurus wurde seit 2093 nicht mehr eingeladen und dann getötet. Ja, stimmt, der wurde ja erwürgt mit der Hand, ey. Saurier sind keine Gefahr mehr in einem Jurassic Park-Film. Habt ihr die neue Extended Edition, eine neue Extended-Szene gesehen? Von den Atrociraptoren, wo sie Claire jagen. Und die Szene geht einfach nur noch länger als die, die wir im Kino gesehen haben. Das heißt, Claire schafft es einfach noch länger, auf gerader Strecke einem Velociraptor zu entkommen. Ey, das ist ein Schwachsinn. Die werden nicht aufhören, Jurassic World Filme zu machen. Weil es gucken immer noch genug Leute. Und das merkst du auch in meinen Kommentaren. Da schreiben sehr viele drunter. Und ey, mich freut es für euch, wenn ihr das so seht. Aber Hauptsache Dinos. Und das ist ein Argument, das will Universal einfach nur hören. Die wissen ganz genau, solange das Wort Jurassic auf einem Produkt draufsteht und irgendwo ein Saurier mal vorbeiläuft, gucken die Leute das sowieso. Und das ist der Grund, warum die halt auch nicht einsehen, sich da mehr Mühe bei sowas zu geben. Was kleiner Fun Fact zum Sentiego T-Rex, den Typ, den er frisst, ist der Drehbuchautor. Das wusste ich, ja, das habe ich auch letztens irgendwo gelesen. Das habe ich auch in den Kommentaren irgendwo gelesen. Jetzt schaut euch doch mal bitte ganz kurz an, wie lange diese Szene geht. In dieser gesamten Szene jetzt gerade, die geht jetzt ja locker 6 Minuten, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Geht es nur um einen Dialog zwischen diesen beiden Figuren. Man nimmt sich Zeit, diesen Dialog zu erklären, die beiden Figuren nicht zu hetzen. Jetzt zeigt mir eine Szene in Jurassic World 1, 2 oder 3, die sich so lange Zeit nimmt für nur ein Gespräch zwischen zwei Charakteren. Wie jetzt die Szene hier. Gibt's nicht, gibt's keine einzige. Auch in Tor 3 ist der Jeff, das stimmt, das stimmt. Seit wann kann man vom Raptor weglaufen? Seit Jurassic World geht es auf einmal. Claire ist einfach die Beste. Ja, das war. Claire ist eigentlich, ja. Was, da gebe ich dir recht, ist bei Transformers auch so. Wo gibst du mir da recht? Bei den Filmen, meinst du? Ich mochte Transformers 1, 2 und 3, mochte ich auch noch. Und dann haben sie aber angefangen, auch auf diese Kontinuität zu scheißen, nach nur drei Filmen. Ja. Die Leute wollen halt Dinos, denen ist egal, oh, ob was. Ey, darum geht's gar nicht. Ob die sich wie Monster verhalten, darum geht's gar nicht. Aber es geht einfach darum, dass du doch eine schöne Geschichte erzählst. Eine gescheite. Wir sind immer noch in der gleichen Szene übrigens. Ne? Ist immer noch dieselbe Szene, wie eben gerade. Und das meine ich halt. Lass dir doch Zeit, um was zu erzählen. Das ist doch gar nicht so schwer.
ich fand die Szene mit dem Baby bei gar nichts nice. In Jurassic World Dominion meinst du wahrscheinlich, ne? Ich habe noch einen kurzen Side-Fact für euch. Habt ihr gehört, was John Hammond eben gerade gesagt hat? Sie war als irgendwas im Tierpark beschäftigt. Mit dem Tierpark meint er wirklich das Animal Kingdom, was John Hammond nicht erfunden hat, sondern was er vor dem Jurassic Park geleitet hat, eröffnet hat. Mit Robert Muldoon zusammen. Das ist jetzt auch so eine geile Stelle, wo er jetzt noch so nachzählt und sich dann auch so drüber freut, dass er es geschafft hat, Ian Malcolm auf die Insel zu bekommen. Ich finde das so gut. Achtung. Er denkt sich gerade, das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte, aber jetzt haben wir genug Leute. So ein geiler Typ. Ja, Claires Figur, du, die ist auch sympathisch, aber trotzdem muss sie deswegen nicht wieder so übertrieben sein. Das trifft es, glaube ich, am meisten. Auch Owen, dass er aus allem, was passiert, rauskommt, indem er einfach nur so macht. So, und erzählt mir nicht, ja, aber das kann man wirklich so, wenn du ein Tier abgerichtet hast, dann geht es. Wenn du das vor einem wilden Löwen machst, auf irgendeiner Safari-Tour in Afrika, das machst du kein zweites Mal, das verspreche ich dir. Ja, natürlich, weil Jurassic Park, sage ich jetzt schon. Hollywood ist ein riesiger Teil des Marktes in Amerika. Und es ist einfach mehr jetzt so Masse zu produzieren. Darum geht's jetzt mehr. Es gibt ein paar Regisseure, die Freiheiten bekommen, wie Christopher Nolan. Da traut sich keiner zu sagen, du machst jetzt, was wir dir sagen, weil dann sagt er, dann fickt euch einfach. Auch hier James Cameron, der hat jetzt gefühlt 60 Jahre für Avatar 2 gebraucht. Der kann sich sowas erlauben. Aber in der Regel geht es nur noch darum, Masse rauszuhauen. Es muss Masse generiert werden. Und wenn Leute eben sowieso jeden Scheiß gucken, warum denn da nicht? Warum denn da nicht? Wer würde das nicht machen, wenn ich merken würde, dass, keine Ahnung, das Social Eating, kennt ihr dieses Phänomen? Dass Leute filmen sich selber, wie sie was essen. Ey, wenn du damit Millionen von Abonnenten bekommst und Aufrufe, warum denn dann halt nicht? Und so ähnlich tickt halt auch Hollywood. Deswegen gibt es Aufrufe, die ich nicht unterstütze, wo ich aber sage, da ist so ein bisschen was Wahres dran. Hört auf, jeden Scheißdreck zu gucken. Ja, ich denke mir aber halt, gut, wenn es jemand aber mag, ist das ein sehr dummer Aufruf, weil... Reden wir über Jurassic Park 2. Wir gucken gerade Jurassic Park 2 nebenbei. Der läuft, hier oben hast du einen Timer, habt ihr den nicht? Bei euch doch. Da. Der Film läuft nebenbei, wir quatschen auch über den Film. Wir driften aber auch mal ganz gerne ab. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du auch deinen Film in den DVD, Blu-ray-Player, wie auch immer, einlegen. Kannst zu diesem Zeitpunkt dazukommen und dann kannst du gerne mitquatschen. Auch hier so eine Backstory von Ian Malcolm und seiner Frau. Könnte man auch sehr gut erzählen in einer Erweiterung, in so einem Universe. Das würde super geil funktionieren. Ex-Frau. Ist es die Ex-Frau? Ja, doch, muss es ja sein. Sarah ist ja seine Freundin, ne? Da muss es ja die Ex-Frau sein. Ich hätte drei Leute, die sich für andere geopfert haben. Hap, gut, stimmt. Hap ist auch eine ziemlich coole Figur aus der Jurassic World Camp Cretaceous Serie. Der kam leider auch nie wieder zurück, ne? Wann schaut ihr Jurassic Park 3? Das kommt dann auf jeden Fall erst nächste Woche. Das machen wir heute nicht mehr. Und morgen auch nicht.
Am Dienstag bekommt ihr erstmal ein ausführliches Video darüber, ob der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 ein Hybrid ist. Ja, mit Definition von Hybriden mit eingearbeitet, ist der ein Hybrid, ja oder nein, bekommt ihr eine ganz klare Antwort darauf. Und dann eventuell kann man gucken, ob man nächste Woche nochmal irgendwann streamt, dann unter der Woche. Ich finde auch Hammonds Entwicklung in den Parkfilmen so toll und glaubhaft. Oh Gott. Tolle Schlussszene, ja, auf jeden Fall. Und da kommt Jurassic World um die Ecke. Ja, Jurassic World hat auch keine geile, kein, der hat gar kein Ende. Der hört ja nicht irgendwie auf, das große Finale. Es geht ja einfach. Es gibt keine Ahnung. Die sperren die Saurier halt wieder ein. Diesmal einfach in Biosyn Valley, aber. Da sind übrigens die 5 Tode. Wenn ihr meine Videos gesehen habt, habe ich letztens, gestern habe ich es veröffentlicht, glaube ich, habe ich drüber gesprochen, was die 5 Tode wirklich bedeuten. Das Ding habe ich mal als Spielzeug gehabt. Dieses Schiff. Stimmt, weil Spinosaurus in Jurassic Park 3 stärker als in echt. Damit musst du aufhören, Mann. Du musst aufhören. Und diese Saurier, du musst dir überlegen, dass die haben. Die Saurier, wie sie hier dargestellt werden, basieren auf Forschungsergebnissen, die bis zu dem aktuellen Zeitraum, als die Filme gerade produziert wurden, aktuell waren. Das heißt, wenn jetzt irgendwann rauskommt, der T-Rex als Beispiel hat Federn gehabt, weiß man jetzt ja inzwischen, oder so ein Fell zumindest gehabt. Wusste man damals einfach noch nicht. Darum geht's nicht. Darum geht's. Es geht wirklich jetzt rein darum, ob der Spinosaurus ein Hybrid sein könnte in der Welt von Jurassic Park und Jurassic World. Könnte er ein Hybrid sein, ja oder nein? Darum geht's einfach. Mein Lieblingspflanzenfresser, oh, das ist, glaube ich, ganz 0815, aber das ist wirklich der Triceratops. Weil ich habe als Jurassic Park 1 relativ frisch auf Video, was damals rausgekommen ist, auf VHS, da war ich auch noch saujung. Da war ich 5 oder 6 oder so, glaube ich. Da hat mein Bruder immer auf Sega Mega Drive Jurassic Park 1 gezockt. Und das fängt jedes Mal an der Stelle, wo der Triceratops den Wagen angreift, in dem man gesessen hat. Und das sah früher so geil aus. Dieses Spiel sah früher, das war wirklich eine Bombe gewesen von Grafik. Und ich habe mir sogar extra noch eine Sega mal gekauft, nur um dieses Spiel zocken zu können. Ich mag das Game total gern. Irgendwie hat Jurassic Park und Jurassic World was mit der 3. Aber Jurassic World 2 war ja auch schon nicht gut, oder? Da ging es doch schon los. Ich habe gehört, dass es bestätigt ist, dass T-Rex keine Federn hatte. Da musst du mir mal die Quelle dazu schicken. Ich habe jetzt gelesen, dass die wohl sehr wahrscheinlich doch so eine Art keine Federn hatten. Aber wie in Jurassic World Dominion am Anfang im Film. In dem Clip, den wir nicht gesehen haben, dieses Intro, wo er auch so Härchen hatte. Das soll wohl wirklich so gewesen sein. Alle Saurier von Jurassic World sind Hybriden. Das stimmt so nicht ganz. Das ist im Endeffekt. Wenn du die Definition Hybrid nimmst, sind auch wir Hybriden. Die Definition ist nämlich zwei verschiedene Individuen, die sich dann halt vereinen. Ne? So, ich will jetzt hier kein Kopfkino erzeugen, ihr wisst aber, was ich meine. Du musst das Ganze aber ein bisschen weiterspinnen. So in der Wissenschaft zum Beispiel werden Hybriden eher als zwei Lebewesen gesehen, die sich nicht miteinander fortpflanzen können im realen Leben. Kann man jetzt auch sagen, ja gut, Frösche und Saurier können das jetzt ja nicht, aber das Ganze geht noch weiter. Ich habe mich da wirklich mal reingelesen, warte mal ab, bis das Video am Dienstag rauskommt. Dienstag? Dienstag oder Mittwoch kommt das Video raus.
Hast du schon mitbekommen, dass die Macher von Camp Cretaceous eine neue Serie machen gerade? Ja, aber ich habe noch keine offizielle Bestätigung davon gelesen. Also nur von irgendeinem YouTuber und der hat das dann geteilt und dann hat der Peterio noch ein Video dazu gemacht, aber es gibt noch keine offiziellen Angaben von Universal und auch nicht von der offiziellen Jurassic World Seite. Also müssen wir mal abwarten. Und wenn, dann wird so eine Animationsserie wieder werden, ne? Das lass, nee. Ja, Peterio hat es von dem Typen aufgeschnappt, der das, von so einem US-Amerikanischen, der das hochgeladen hat. Aber wie gesagt, wenn es eine Ankündigung gegeben hätte, wäre das erste, die erste Plattform, die das veröffentlicht hätte, wäre es Jurassic World, die offizielle Seite auf Twitter oder auf Instagram oder eben Universal. Und die haben noch nichts dazu gepostet. Oh, The Lost World für PS1 war aber sauschwer gewesen. Das habe ich damals auch gehabt. Da konnte man einmal den Kombi spielen, einmal den Rex und einmal den Menschen, glaube ich, ne? Das sieht einfach auch jetzt schon viel besser aus als in Jurassic World. Warum? Weil wir einen echten Wald haben und das CGI sehr dezent ist bei den Tieren. Und du hast halt keinen komischen Glanzfilter drauf, damit alles irgendwie glänzt. Spielst du irgendwann mal Dino Crisis? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte mir das auch schon mal bestellen. Für die PS1 war das, ne? Aber irgendwie habe ich es dann wieder vergessen, aber das will ich auf jeden Fall mal zocken, weil ich habe es ja noch nie gezockt. Ich kenne das Spiel ja gar nicht. Aber ich liebe Resident Evil und das ist ja von den. Ist es auch von Capcom? Ich meine ja. Und es steuert sich wohl auch genauso. Guckst du den Film gerade? Genau, wir schauen gerade den Film Jurassic Park 2 The Lost World. Hier mit Timecode. Kannst gerne dazukommen, dich mit dem Timecode synchronisieren. Und mitquatschen. Bei welcher Szene bist du gerade? Ich bin da, wo Sarah gerade den Stegosaurus andätscht. Ich bin jetzt bei. Oh, ich bin. Doch, doch, doch. Ich bin relativ synchron. Ich passe das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Sekunde. Hast du mal Jurassic World the Game das Handyspiel gespielt? Nee, ich habe damals aber Jurassic Park das Handyspiel gespielt. Ist exakt dasselbe, nur mit Park statt World. Kennst du Jurassic Park Builder? Das ist das für Game Boy Advance. Das kenne ich auch. Das war auch geil. Moin und Servus, Vital 22. Schön, dass du auch am Start bist. Und ich hoffe, dass du mitgucken kannst. Woher kommen eigentlich die Raptoren aus Jurassic Park The Game? Das habe ich ja wirklich keine Ahnung. Das macht nicht wirklich Sinn. Bist du ein Fan von Online-Games mit der Community? Gerne können wir sowas machen. Ich zock's. Was zocke ich denn an Online-Games? Ey, ich zocke sau gerne mit
mit Kollegen auch den Zombie-Modus aus Call of Duty Black Ops 3. Da gibt es nämlich ungefähr 3000 Karten, ist ganz simpel runtergebrochen. Du bist quasi in einem Team mit bis zu 4 Leuten und es kommen von allen Seiten Zombies. Du musst bestimmte Aufgaben erledigen, aber es geht eben nur darum zu überleben und das macht so Bock. Ansonsten zocke ich gar nichts wirklich online, glaube ich. Macht ruhig mal Vorschläge. Was für Riesenbäume das einfach sind, ey. Ist auch auf Hawaii gedreht worden. Ja, du, vielleicht bin ich auch ein bisschen weiter vorne. Warte mal, ich bin 4 Sekunden vor dem, was mir da angezeigt wird. Ich zeig jetzt mal ab, ob ich es genau hinkriege. Warte mal. Gib mir kurz. Da muss ich hin. Okay. Ich hab's gleich. Jetzt bin ich genau bei der Anzeige, die ihr da oben seht. Extrem synchron. Das finde ich aber jetzt cool, dass sie auch das mit den Eltern, mit den liebevollen T-Rex, dass sie das auch wieder in Jurassic World Camp Cretaceous aufgegriffen haben. Da sieht man ja auch die beiden T-Rex, die sich da lieb haben. Hast du mal Fall Guys gespielt? Ja, habe ich eine Zeit lang. Ich zock ganz gerne auf Roblox Squid Game. Das macht online auch sau viel Bock. Das hat echt Bock gemacht. Das habe ich auch schon mal live gestreamt, zusammen mit Duplo Games zusammen. Wie findest du das Star Wars Franchise? Inzwischen langweilig, aber ich mag halt Episode 1 bis 6. Die Storyline fand ich noch interessant. Alles, was dann so links und rechts abweicht. Rogue One ist noch extrem geil, aber den Rest, keine Ahnung, da war ich dann irgendwann auch raus. Das ist immer so ein Ding bei mir, wenn es irgendwie zu viel von irgendwas gibt, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Weil das nimmt so ein bisschen was auch von der Besonderheit weg von so einem Projekt. Wenn man sich früher einfach gefreut hat, geil, jetzt kommt alle 2 Jahre mal ein Star Wars Film raus oder jedes Jahr ein Herr der Ringe Film. Heutzutage überbrücken sie halt dann die Zeit mit 9 Serien und 30 anderen Filmen, die irgendwie zwischen Teil 1 und Teil 5 spielen oder so ein Kram. Das langweilt mich einfach, wirklich. Das ist aber irgendwie keine gut geplante Mission. Ein Bus und 2 Autos. Ja, aber die wollen ja auch unbekannt bleiben, oder? Die wollen ja unerkannt bleiben und müssen deswegen wenig mitnehmen. Ist das nicht so? War das nicht so? Spielst du auch GTA? Nee. Hat keinen Grund eigentlich, aber ich habe GTA, habe ich keinen Bock irgendwie. Das ist wie bei Filmen, auch alles, was von Filmen ausgeht, wo es um irgendwelche Gangster geht und Banken ausrauben, so, ich finde das nicht cool, ich finde das irgendwie langweilig. Bei Dings wäre ich bei dir, bei Red Dead Redemption 2 ist obergeil, das ist mehr so meins. Geht zwar auch um Bankausrauben, aber halt im Wilden Westen. So, wenn Spiele zu nah an meiner Realität dran sind, finde ich es einfach langweilig. Und nein, ich raube keine Banken aus, ihr wisst ja, was ich damit meine. So, je näher ein Spiel an meiner Zeitlinie spielt, umso eher finde ich es öde. Ich mag das halt irgendwie mehr, wenn das Vergangenheit ist oder Zukunft oder Fantasy, finde ich geil. Alle Autos in dem Film haben die Marke Mercedes. Krass, in Jurassic World ist es dann Audi später, gell? Glaube ich. Ja, Django Unchained fand ich auch voll überhyped. Ich fand den ganz gut, aber auch das so ein Film habt ihr noch nie im Leben gesehen, was da alles erzählt wurde. Ich dachte mir so, doch, Mann, das ist jetzt nichts. Weiß nicht. Ich finde aber auch, dass Tarantino irgendwie immer viel zu krass gehypt wird.
Was, die M-Klasse? Mit was haben die das vorgestellt? Mit Jurassic Park 2? Nee. Oder meinst du mit Jurassic World? Bei Jurassic Park 2. Keine Ahnung, okay. Ja, kann sein. Die nehmen hier öfter mal Filme, um irgendwelche Produkte neu vorzustellen. Das ist ja nichts Neues eigentlich. Ludlow ist auch schwer einzuschätzen. Ist er jetzt ein Arsch oder eigentlich, also er ist ein Arsch, aber hat er es verdient, gefressen zu werden oder eigentlich nicht? Weiß man eigentlich, warum er unbedingt ein Männchen jagen wollte? Gibt es dafür einen Grund? Ich mag diesen raubbeinigen Jäger. Den Roland oder was? Ich finde den nie, ich weiß nicht. Roland fand ich nie so cool. Pachycephalosaurus. Und auch das CGI hier ist wieder wirklich einfach gut. Auch hier hast du eine Weitenunschärfe. Das hast du in Jurassic World auch nicht mehr. Da ist alles einfach nur scharf. Scharf und glatt und es glänzt. Hier hast du diese Unschärfe, die es einfach auch im echten Leben gibt. Wenn was weiter weg ist, wird es unscharf. Das ist vollkommen normal. Denke einfach für sein Ego ein männlicher T-Rex als Trophäe. Was kann schon sein? Er hat das Bein des T-Rex gebrochen, das stimmt, aber deswegen muss er sterben? Ja, eigentlich ist er. Ja, okay, doch, er hat es schon verdient. Wie sie um ihr Leben rennen. Der Mönch ist wieder frei. Auch die Musik ist sehr geil in dem Film. Und das Ding hatte ich, glaube ich, auch als Spielzeug damals gehabt, dieses Auto mit diesen Dingern. Aber das war irgendwie gelb, das weiß ich noch, dass es gelb war und nicht grün. Jetzt hat er so ein Netz oben dran gehabt, das konnte man so überschmeißen.
Ja, die hätten in Jurassic World doch einfach mal Leute brauchen können, die mit ihren Gewehren schießen können. Ey, die Musik finde ich echt geil. Das ist so eine richtig coole Musik. Der mit dem großen roten Horn, was meint denn der für ein Vieh? Ach, da ist er doch, ja. Das ist doch kein rotes Horn. Das ist ein Paricephalosaurus. Hat hier jetzt übrigens gerade ungefähr 10 Männer gebraucht, um dieses Tier wirklich auf den Boden zu kriegen. Und Owen schafft es in Jurassic World Dominion alleine mit einem Seil. Schläft dein Hund viel? Der schläft jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wo der ist. Wahrscheinlich in der Küche hinten. Ja, heute Morgen oder so, wenn es jetzt kühler wird, da blüht er halt total auf. Aber der schläft halt dann irgendwann schon, ja. Wenn wir draußen sind, dann läuft der Aggro. Dann rennt er durchs Feld wie ein Bekloppter, ey. Ist ein Parasaurolophus, der mit dem Horn, den sie gerade K.O. machen. Ja, genau, das habe ich jetzt auch gerafft. Es ist Owen und ein Pferd. Ja, und was soll das jetzt heißen? Das, nur weil er ein Pferd hat, heißt es ja nicht, dass er automatisch die Kraft hat. Ach so, er macht ja aber auch so, ne? Er macht ja auch den, glaube ich, wieder bei dem Tier. Dann geht das natürlich. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, der bekommt noch seine Rache. Oh, wie cool er sich gerade auch noch fühlt, gell? Wie cool er sich fühlt, ein Saurier. Ah, oh, ey, was für ein Spasti. Der Saurier ist vielleicht so groß und er fühlt sich geil, weil er den kleinen Saurier mit einem Elektroschocker vertrieben hat. Herrlich, ey, solche Leute. Was meint ihr, was der da gerade schnabuliert? Oh, da sind schon Maden dran. Das ist extra Proteine. Ist gut für den Bizeps an dem kleinen Dino-Ärmchen. Was? Wo war Owen und seine Hand, als der Meteor abge... Ja, der hätte ihn aufhalten können, auf jeden Fall. Aber der hätte auf jeden Fall den aufhalten können. Der stellt sich einfach überall dazwischen und macht einfach so. Ist nochmal eine Frage an euch. Erstarrt ihr eigentlich gerade einfach auch vor Ehrfurcht, wenn ich es nur so mache? Hockt ihr einfach dann alle so parallel vom Bildschirm und macht alle so? Wahrscheinlich schon. Nicht mal der Hund reagiert darauf, wenn ich das mache.
Da kriege ich Panik. Ja. Irgendwie eine coole Vorstellung, wenn man den kleinen Rex in Jurassic Park 2 sieht und sich vorstellt, er stirbt in Jurassic Park 3. Ja, dann ist das aber, ist das, wenn das so wäre, wäre das aber dann doch schon ein bisschen lame, oder? Die einzige Szene, die ich blöd finde, ist da, wo die Raptoren gegeneinander kämpfen. Das ist aber nur ein ganz kurzer Moment, oder? Wo sie mal kurz nacheinander schnappen. Ach nee, ich weiß, wo du meinst. Dann später, wo Kelly den einen aus dem Fenster raustritt. Ja gut, es sind halt Tiere, ey. Da waren es halt noch Tiere. Ich glaube, in Jurassic Park 2 waren es sogar eher Tiere als in Jurassic Park 1. Vom Verhalten her. Hat ein bisschen was von der Iron Man-Geste, so feuert Iron Man seine Waffen ab. Wenn Chris Pratt, also wenn Owen den Iron Man-Anzug hätte und er würde einfach so machen, würden die Gegner erstmal erstarren und dann könnte er sie einfach ohne Probleme abschießen. Er wäre der mächtigste Avenger. Ist Star-Lord vielleicht doch Owen? Wahrscheinlich schon. Vor allem hat er einfach eine Miniatur von San Diegos Jurassic Park da rumstehen. Und er macht eine Live-Übertragung von Isla Sorna aus, ne? Aufs Festland. Die haben bestimmt Glasfaser da in Isla Sorna. Ey, der Park ist aber schon echt geil, ne? Also der da. Der ist schon interessant aufgebaut von der Struktur. Bam. Auch eine sehr coole Szene. Was, Ludlow behauptet hier, es wäre ein Roboter. Wann, was wäre Roboter? Nicht jeder kann im Fitnessstudio behaupten, ein Raptor aus einem Fenster getreten. Aber Oscar kann sogar sagen, er hat einem Raptor mit der Faust auf die Fresse gehauen. Ja. Musk hat Starlink für Isla Sorna geklärt. Das wird sein. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hast du recht. Warum latscht er eigentlich durchs Wasser durch? Wenn er die andere Richtung gegangen wäre, wäre das nicht schlauer gewesen? Oder ist Nick einfach so zu so diesen Abhang so runtergerutscht und dann hat er gesagt, okay, damit jetzt keiner merkt, dass ich da runtergefallen bin, tue ich einfach mal so, als wäre das Absicht gewesen und laufe jetzt mal hier durchs Wasser ganz dezent. Nee, Oscar hätte aber auch, hätte der T-Rex versucht, Oscar zu fressen, als wenn er auf dem Klo sitzt, wäre er tot. Der T-Rex. Das hätte er nicht überlebt.
Oscar ist der Chuck Norris des Jurassic-Universums, der nicht mal Kanon ist, aber einfach weil es Oscar ist, ist es ihm egal, er ist trotzdem Kanon. Versteht ihr, wie ich das meine? Oscar ist einfach zu krass. Die haben bestimmt Trinkwasser. Doch, Kelly hat auch da Trinkwasser sogar. Aber du musst ja sogar auch den Trailer musst du ja auch mit Trinkwasser irgendwie versorgen, ne? Da ist ja auch nur ein Tank drin. Und der ist nicht unendlich. Wenn du aber einen Tank einbauen könntest, in dem der Filter so stark ist, dass der sogar. Jetzt kommen mir ganz komische Gedanken. Ich will die aber mit euch teilen, Achtung. Wenn der Filter in diesem Wassertank so stark wäre, dass er sogar eure Hinterlassenschaften filtern kann, Fäkalien, ja, und daraus nur reines Wasser zurücklässt, hätte man doch Wasser bis, keine Ahnung, ewig lang. Alles klar, Krawattenknoter. Geil. Geile Jobbezeichnung, Berufsbezeichnung. Ja, dir auf jeden Fall auch viel Spaß, was immer du jetzt auch machst. Genieß das Wetter noch, ist ja heute angenehm. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao. Der Spino konnte nicht durch die Tür, weil Oscar dagegen gelehnt hatte. Das hätte mir einfallen müssen, ey. Das wäre die offizielle Erklärung, warum der Spino durch die Tür nicht durchgekommen ist. Geil. Servus Momo, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dass es dir gefällt. Und hoffe, dass du in Zukunft öfter beim Stream mit dabei sein wirst. Wir gucken jetzt hier nicht immer nur Filme zusammen, ne? Das ist jetzt einfach so eine einmalige Sache, die jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Aber wir werden ja auch mal zusammen ein bisschen was zocken. Hier wurde auch schon gefragt, ob wir nicht mal irgendwie mit der Community was zocken können. Können wir sehr gerne machen, wenn ihr Vorschläge habt. Wer ist Oscar? Ey, dafür hätte die Oscar jetzt voll eine gescheuert für diese Frage. Wer ist Oscar? Ich kümmere mich um diese Frage. Sekunde. Regt euch nicht auf, ich beantworte die Frage jetzt. Ganz subtil. Oh, wenn ich den, da kommt die pure Männlichkeit gerade aus Oscar rausgeschossen. So, wer ist Oscar, wird hier gefragt. Ach du Scheiße. Das ist wie wenn du fragen würdest, wer ist Angela Merkel? Das ist exakt dasselbe. So, ich zeig dir jetzt, wer Oscar ist. Bist du bereit, Oscar zu sehen? Seid ihr alle bereit, Oscar zu sehen? Niemand ist bereit, Oscar zu sehen. Nicht mal Oscar ist bereit, Oscar zu sehen. Wenn Oscar in den Spiegel guckt, denkt er sich immer, ich bin dafür eigentlich gar nicht bereit. Achtung, hier habt ihr Oscar. Boah! Die pure Männlichkeit, oder nicht? Tja, ich wäre so gern auch wie Oscar. Ich arbeite übrigens gerade dran, genau zu werden wie Oscar. Was hat Ian Malcolm jetzt eigentlich grob vor? Also die Rexe sind doch schon vor ihm auf dem Weg zum Trailer. Erstmal, wie konnte er sie überholen? Vielleicht haben die Rexe gerade mit Oscar gekämpft und deswegen haben sie Ian Malcolm nicht gesehen, das kann auch sein. Oscar ist aber auch sein eigenes Vorbild.
Der denkt sich jeden Morgen, wie kann ich krasser werden als Oscar? Und dann wird er einfach noch krasser. Und dadurch ist das so ein Ketteneffekt, so ein Kreislauf, den er nicht durchbrechen kann. Community Games, Fall Guys kann man machen, richtig. Ist auch Crossplay, das ist cool, das ist cool. Among Us habe ich auch mal eine Zeit lang gezockt. Da hätte ich mal Bock drauf. Sieht aus wie mein Kumpel, dieser Oscar. Du hast Oscar als Kumpel, du weißt es halt nur nicht. Ach nee, jetzt kommen die Rexe erst an. Okay, ich bin doch hinter ihm. Ja, Oscar hätte auch, wenn Owen so vor Oscar gestanden hätte, hätte Oscar ihm einfach die Hand gebrochen, ohne sie anzufassen. Ja, die kommen jetzt erst, ich weiß, ich habe es auch gerade gemerkt. Ich dachte irgendwie, die waren schon vorher im Wald zu sehen. Das ist auch eine geile Szene. Ah, wie krass, das ist doch so ein. Ey, das ist einfach, Mann. Steven Spielberg hat's einfach drauf. So geile Viecher einfach, ey. So geil. Und hier ist übrigens gerade einfach nichts davon ist gerade CGI. Gar nichts. Geile Sache einfach. Ach, scheiß auf Blue mit Plot-Armor, ey. Oscar braucht keine Plot-Armor. Viele beschweren sich auch über die Velociraptoren aus Jurassic Park 3, die ja verschwinden, als sie ihre Eier wiederbekommen haben. Ist das hier aber nicht eine ähnliche Szene? Dass die Rexe nicht angreifen, weil sie ihr Kind wiederbekommen? Und trotzdem wird hier nicht so viel gemeckert wie in Jurassic Park 3. Ich habe heute schon einen Part von Jurassic Park The Game hochgeladen, heute Morgen. Deine Top 3 Dinos in Jurassic Park. Ach, keine Ahnung. Da müsste ich echt drüber nachdenken, ganz länger. In Jurassic Park. Oh, das geht eigentlich relativ simpel. In Jurassic Park an sich sind es, glaube ich, aber so die. Auch wieder so eine 0815-Antwort. Raptor, T-Rex und Spinosaurus. In Jurassic Park. Die greifen doch an, weil sie wiederkommen, ja. Aber die Raptoren sind ja auch nur abgehauen, weil die Helikopter von der Navy gelandet sind. Und von der Army in Jurassic Park 3. Sonst wären die vielleicht auch nicht abgehauen, wer weiß. Oder wären auch wiedergekommen. Kann ja sein. Und die Rexe kommen ja hier auch nur wieder, weil das Kind verletzt ist, meine ich, ne? Oder? Haben die das nicht irgendwie auch gecheckt? Oder? Ja, die Scheiben im Trailer sind von John Hammond eingebaut worden, da hat er nämlich Kosten gescheut.
Ja, stimmt. Eddies Tod kommt gleich, Leute. Eddies Tod. Wir sind gleich bei der ikonischsten Stelle im ganzen Film. Die arme Sau, Eddie, ey. Was hat Ian in der Szene gesehen? In welcher? Bevor die Rexe angreifen, meinst du? Wahrscheinlich die T-Rex, die wiederkommen aus dem Wald oder so. Ich finde die Raptoren aus Jurassic Park 3 auch sehr interessant. Ich mag die aber auch vom Design her, das mögen auch viele nicht. Ich finde es cool, dass die auch so zwei Klassen haben. Die haben ja einmal dann diese Ranghöheren, das sind die Weibchen. Das sind die weißen Raptoren und dann eben noch die Männchen. Die haben ja mehr wie so ein Bienenschwarm verhalten, ne? Dass es immer eine Königin gibt und so ganz viele Arbeiter, sage ich jetzt mal. Ich fand das sehr interessant gemacht. In Jurassic World haben wir halt wieder niedliche Dinos, weil die müssen süß sein, damit Kinder Merchandise kaufen. Na, Ian wird einfach gesehen haben, wie die Rexe aus dem Wald wiederkommen und wahrscheinlich oder aus dem Wald angerannt kamen oder irgend sowas. Das war schon sehr knapp. Oscar hätte den Trailer einfach hochgezogen. Mit den Zähnen aber. Während er den Rex mit der anderen Hand einfach so am Hals hält. Und den Spino an den Eiern. Eine geile Szene war, als Alan herausgefunden hat, und dass sie miteinander kommunizieren. Obwohl das auch so ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist, ne? Weil das machen sie hier noch nicht wirklich. Also im ersten Teil. Ja, okay, doch, da stellen sie dem Robert Muldoon ja auch schon eine Falle. Aber hier im zweiten, was machen sie denn da? Da greifen sie koordiniert an wie so ein Wolfsrudel in dieser Raptorenwiese. Aber mehr auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was man sich bei diesem Raptorentraum gedacht hat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Dass da aber auch niemand gesagt hat, ey, das ist ein bisschen blöd. Es war bestimmt so ein Typ gewesen, der nie irgendwas zu sagen hatte. Und dann war der so ein bisschen verzweifelt und traurig. Und da haben die halt gesagt, komm, lass den mal eine einzige Entscheidung treffen. Da hat er halt gesagt, das wäre so cool, wenn der ein Velociraptor im Flugzeug sitzen würde. Ich meine, das Vieh hockt ja sogar da und hält so die Hände über den Sitz vor sich. Das ist ja eine Puppe, die da wirklich hockt. Und ich kann mir vorstellen, wie alle Schauspieler gesagt haben, so, ey, hier, Sam Neill, willst du nicht mal was sagen? Das können wir nicht machen. Und der so, ey, nee, nee, ihr kriegt einen Nervenzusammenbruch, Mann. Der Günther muss jetzt auch mal Entscheidungen treffen dürfen. Ja, aber Mann, die ist doch scheiße. Das ist ein Raptor, der spricht. Tja, aber Günther hat sich durchgesetzt. Stimmt, der eine ruft nach Hilfe in der Küche, genau, und dann kommt dann der andere hinten angedackelt. Du hast vollkommen recht. Gut aufgepasst. Krass. Du hast vollkommen recht. Oh Mann, Eddie, ey. Ist nicht dein Tag, Eddie, ist nicht dein Tag.
Aber hätte Eddie nicht eigentlich nur das Seil runterlassen müssen zu den anderen? Und wenn der Trailer runterfällt, sehen wir ja, dass die Gruppe nicht getroffen wird. Ja, an sowas denkt man halt nicht, ne? Im Nachhinein merkt man das dann, aber Eddie versucht die halt gerade wirklich zu retten. Jetzt ist halt hier nur die Frage, warum kommen die Rechse wieder zurück? Warum kommen die wieder nach dem Motto, lass mal gucken, ob die auch wirklich tot sind? Ja, kann man wieder anzweifeln, ne? Kann man wieder sagen, ah. Als ob der mit dem Auto den riesen Trailer hält. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, jetzt geht es vielleicht noch, weil die schwere Seite ist noch nicht ganz in der Schlucht unten, oder? Der ist noch mehr, der muss er ja, der ist ja noch mehr auf der Klippe, als er runterhängt. Sonst würde er runterfallen. Jetzt nicht mehr. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Er kann es ja auch nicht hochziehen. Er hält es ja nur auf, eigentlich mehr oder weniger, um denen Zeit zu verschaffen. Aber er schafft es gleich, dass das eine Rad wieder oben ist, ne? Ich sag schon mal RIP, Eddie, ja. Eddie ist gleich vorbei. Ihr könnt auch gerne alle jetzt die Augen zumachen, wenn ihr wollt. Wir brauchen einfach einen Emoji. Warum gibt's sowas nicht? Ein Emoji, der so macht. Kann man nicht auf Twitch eigene Emojis erstellen? Ich müsste mich mal für das Twitch, dieses Affiliate-Ding müsste ich mal aktivieren. Geht das nicht damit, dass ich da so Sachen machen kann? Ehren-Eddy, das ist ein geiles Wort. Ehren-Eddy, das will ich auch in die Kommentare schreiben. Ehren-Eddy. Oh, die schnüffeln doch nur. Ah, okay, jetzt hassen sie dich doch. Ich sag immer noch, dass dieses Rumschreien in so Situationen ist einfach nicht richtig. Das sollte man nicht tun. Ich weiß nicht, wenn man so richtig Todesangst hat, schreit man dann einfach rum? In so einer Situation, wo man ganz genau wissen sollte, wenn ich ruhig bin, kriegen die mich vielleicht nicht. Oh, das war's. Ach, Eddie, ey. Na, hoffentlich hat's wenigstens geschmeckt. Das war's mit Ehren, Eddie. Darauf gibt es erstmal ein Mountain Dew. Auf Eddie. Können wir nicht einfach mal eine Petition bei Universal einreichen, dass eine Story gedreht wird von Jurassic Park 1 an, was wäre, wenn Oscar überlebt hätte? Und was wäre, wenn Owen schon in Jurassic Park 2 mit dabei gewesen wäre? Owen hätte auch den Kampf Spinosaurus gegen T-Rex einfach gelöst. Der hätte so den Streit geschlichtet. Der hätte gesagt, nein. Nein. Dann gäbe es keine Toten. Ich glaube, Eddie wollte nur den Trailer retten, weil da so viel Zeug drin war. Ja, ich glaube auch, dass er eigentlich die Leute gar nicht retten wollte. Eddie hat sich gedacht, fuck, da ist mein ganzes Zeug noch drin. Ah, er war gut.
Wenn man in zwei gerissen wird, wird man schnell bewusstlos. Ja, ich glaube, du merkst es auch gar nicht so, weil das ganze Adrenalin dann im Körper sich ausschüttet. Aber ich schätze mal, er wird schon nicht mehr allzu viel mitbekommen haben, als er vom einen Rex gefangen wurde. Weil er wird dann ja der Brustkorb und alles. Ich glaube, der war schon relativ früh fertig mit der Welt, der liebe Eddie. Schlimmer finde ich hier die Babysitterin aus Jurassic World 1, die einfach lebendig verschluckt wird. Was passiert mit ihr? Nee, ich glaube, wenn du so gekillt wirst wie Eddie eben gerade, das merkst du schon, ja. Aber da bist du ja so aufgepuncht, das ist. Kennt ihr das nicht, wenn ihr auf die Fresse fallt oder so und ihr spürt erstmal gar nichts? Ich habe sowas öfter, weil ich halt ein Tollpatsch bin. Und dann irgendwann merkst du, oh Moment, ich blute ja irgendwo. Und das raffst du halt am Anfang gar nicht. Das gibt es ja auch oft bei Kampfsportlern oder bei Fußballern oder sowas. Oskar hätte dem T-Rex so ein richtiges Eisbein verpasst. Von hinten in die Kniekehle rein, dass er zusammengeklappt wäre. Ist Ludlow eigentlich schon wieder besoffen jetzt? Gell, hau ihm auf die Fresse. Er redet einfach von Eddie, als wäre es ein Stück Fleisch. Nee, mal ohne Scheiß, wenn die doch lebendig verschluckt wurde. Dann ist die ja nicht direkt tot. Wenn der. Ja gut, ist der auch mit Wasser gefüllt? Nee, ist er ja auch nicht mehr unbedingt. Wenn der jetzt aber einfach, sagen wir mal, kacken müsste. Bevor sie verdaut wäre, weil er davor auch schon was gefressen hat. Könnte er sie doch lebendig wieder ausgeschissen haben, oder nicht? Wahrscheinlich erstickt sie vorher, in dem Magen kriegt man ja keine Luft. Stimmt eigentlich. Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich eher. Keine Luft, dann auch der Druck, wenn das Vieh untertaucht. Trotzdem ist es ein sehr beschissener Tod. Was heißt denn, Hammonds Ziele waren zu hoch gesteckt? Der hat doch genau dieselben Ziele. Nur eben auf dem Festland. Löst sie sich nicht auf in Magensäure? Doch, aber das dauert doch, oder nicht? Das dauert doch bestimmt. Sie wird wieder ausgespuckt, das kann auch sein. Die Kompi-Rache kommt gleich, das stimmt, das ist richtig.
Alles klar, Momo. Bis dann. Mach's gut. Viel Spaß bei was immer du jetzt auch machst. Viel Spaß beim Pokémon zocken. Alles klar. Wie lange streamst du noch, bis das hier vorbei ist, denke ich. Ich glaube, allzu viel werden wir noch nicht mal machen. Eventuell gucken wir uns noch mal irgendwas an danach, aber ich glaube nicht mehr großartig. Was hat man in die vergessene Welt gesehen? Dass die Saurier die Leute wieder auskotzen, die sie fressen? Ist es so? Hat man das gesehen, ja? Ja, Dieter hat es jetzt auch gleich hinter sich, ne? Nee, aber lebendig ausgekackt. Das sieht man doch nicht in The Lost World. Wo kommt denn das vor in The Lost World? Ein dickes Ehren-Eddy, jawohl. Ehren-Eddy ist ganz wichtig, dass man Ehren-Eddy nicht vergisst. Am 11. August kann man Jurassic World Dominion auf dem Fernseher schauen. Kommt das schon am 11. raus? Ich dachte erst Ende des Monats. Warum ist denn die Kamera eigentlich so bescheuert fokussiert? Eben gerade war die unscharf. Ich check deine Behauptung gerade mal ganz kurz ab. Sekunde. Ich dachte, der kommt erst am 20. oder so. Was habe ich denn am Auge? Jurassic World Dominion. Ab dem 11. August, Tatsache. Ist ja schon nächste Woche, ne? Ja, nächsten Donnerstag, geil. Wer will das sehen? Ey, ich will halt die Special-Version sehen. Die Extended Edition, die ist wohl mit dabei. Ich bin gespannt, ob der Film jetzt ein Meisterwerk wird. Wahrscheinlich nicht, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber trotzdem. Jurassic World Dominion, ey, hat's auch nicht leicht gehabt, aber haben auch selber sich einiges verbockt mit ihrer scheiß Marketingkampagne. Naja, wenn sie aber die den 5-Minuten-Clip am Anfang schon mal reinbauen, ist der Anfang schon mal ein bisschen, ja, was heißt besser, ist organischer. Ja, das war es aber auch schon. Eigentlich hast du recht. Der Film wird dadurch nicht besser, nee. Ich werde mir aber auch eh nur holen, weil mein Bruder ihn auch nochmal sehen wollte. Meine Mom auch. Und wir gucken Jurassic eigentlich immer zusammen, die ganzen Jurassic-Filme im Kino. Nur Jurassic World Dominion jetzt eben nicht. Da werde ich mir ihn einfach mal zulegen oder eben ausleihen bei Amazon. Und dann gucken wir den da nochmal zusammen. Bin ich mal gespannt. Ja, ich habe das schon verstanden. Aber es gibt viele, die ihn trotzdem noch sehen wollen, ne? Nur je mehr ich gerade diese Filme hier gucke, Teil 2 jetzt auch gerade, das ist einfach so viel besser von allem. Von der Inszenierung dieser Szene jetzt. Jede Szene fühlt sich anders an. Diese scheiß Viecher, ey. Die Kombis.
Aber ich frage mich, was muss jetzt passieren, dass er es nicht schafft, die Kombis wieder abzuwehren? Ja, okay, es sind schon viele. Das ist ja wie wenn es beim Aldi was im Angebot gibt. Naja, das war's dann auch mit Dieter gewesen. Ist Jurassic Park 2 eigentlich viel länger als der erste Teil? Weil der Film kommt mir immer so lang vor irgendwie. Wahrscheinlich aber nur, weil der auch in so zwei Areale, nee, eigentlich in drei Areale gesplittet ist, ne? Am Anfang haben wir nur die Sicht von der kleinen Gruppe aus, danach haben wir die große Gruppe und danach bekommen wir nochmal einen T-Rex in der Stadt. Die Kombis sind auch giftig, stimmt. Wird in den Filmen zwar nie erwähnt, aber das könnte eine Ursache sein. Auf DVD den Extended Cut. Ich kann mal nachschauen, warte mal. Jurassic World Dominion ist als DVD gar nicht, doch, ist hier gelistet. Am 25. August kommt er aber erst raus. Hä? Erzählt mir jetzt nicht, dass... Die Blu-rays und so kommen erst am 25. raus, ne? Nur bei Amazon könnt ihr das schon am 11. euch kaufen. Also als digitale Version kommt es am 11. Als physische kommt der Film erst am 25. Was ein Scheiß. Jurassic Park ist 121 Minuten, Jurassic Park 223 Minuten. Okay, krass. Jurassic Park 2 kommt mir immer so extrem lang vor. Hallo, Hallöchen, PvP-Dude. Wie geht's, was geht? Ja, am 25. August kommt der Film raus, auf Blu-ray, also als physische Variante, aber am 11. kann man sich den schon bei Amazon Prime kaufen, als digitale Version. Was ich aber einfach niemandem empfehlen würde, er würde. Ich habe jetzt nämlich herausgefunden, was ich auch lange Zeit nicht wusste und ich habe es echt. Ja, ich habe immer gesagt, das stimmt nicht. Wenn ihr einen Film über Amazon Prime kauft und die verlieren aber die Rechte an dem Film, das kann passieren, aus irgendwelchen Gründen verlieren die Rechte an einem Film, ist dieser Film weg. Obwohl er von euch bezahlt wurde. Ist kein Scheiß. Ich habe das auch lange Zeit nicht geglaubt, bis mir dann mal ein Freund das gezeigt hat. Habe ich den Link noch? Bockt euch das überhaupt, was ich euch gerade erzähle? Wenn ja, kann ich den Link dann mal gerne auch in die Dings reinschicken. Das ist nämlich dann irgendwo auch noch hinterlegt mit Sternchen, dass ihr euch dann bei einem Kauf einverstanden erklärt, dass sobald eben irgendwas ist, wie Rechte eben ablaufen, dass dann der Film komplett von Amazon rausgenommen wird. Und dem Kollegen von mir ist es nämlich schon zweimal passiert bei irgendwelchen Filmen und ich habe immer gesagt, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber wirklich so. Mach's gut, Spielekasten, viel Spaß beim Kochen von der Pizzasauce. Ich bin jetzt bei der Szene, wo der T-Rex den Kopf durch das Zelt durchsteckt.
Ja, ab dem 11. August könnt ihr euch Jurassic World Dominion auf Amazon Prime kaufen für 13,99 €. Warum schreit er jetzt? Immer dieses Rumgeschreie, es ist so doof, wie oft einfach in Filmen durch Schreien schlechte Sachen passieren. Der Preis sagt schon alles. Ist das nicht genauso teuer wie auch die Blu-ray oder kostet die Blu-ray wieder 20 €? Ja gut, ab 11,99 € kostet dann aber 13,99 €. Es ist so ein Quatsch einfach. Nee, die Blu-ray kostet 17,99 €. Immerhin das. Normalerweise sind die Preise ja gleich, ne? Da unterscheidet Amazon ja eher ungerne zwischen digitalen Preisen und physischen Preisen. Das ist auch ein krasser Tod, wenn du einfach so platt getrampelt wirst. Fand es auch schade, dass der Allosaurus nicht in Jurassic World Camp Cretaceous war. Dafür war er aber halt im echten Film, oder nicht? Ich finde es eh cooler, wenn die in richtigen Real-Life-Filmen auftauchen. Weiß ich nicht. Ich mochte Camp Cretaceous zwar auch meistens, also es gab wenig Momente, die ich nicht mochte. Trotzdem finde ich einfach, ein Real-Life-Film ist immer besser. Immer. Sieht man irgendwo, wo dieser Archie stirbt? Nee, Archie stirbt, glaube ich, gar nicht. Genau wie Roland auch nicht. Die sind einfach irgendwann weg. Die haben ja dann keinen Bock mehr drauf. Die haben das Ganze aber überlebt. Gehst du eigentlich in einem Video auf den Tod von Henry Wu in den Büchern ein? Ja, während der Buchbesprechung, ich weiß, die kriege ich gerade gar nicht gebacken, hinterher zu friemeln. Eventuell werde ich einfach mal so spezielle Momente aus den Büchern auch noch separat in Videos machen, damit sich da wenigstens mal irgendwas tut. Ja, aber Carter schreit ja auch wie so ein beschissener Vollpfosten, ey. Er ist auch sehr dumm. Ich glaube, er war sogar auf dem letzten Platz bei meinem Todesranking auf YouTube, kann das sein? Weil es gibt einfach keinen Grund, jetzt in den T-Rex reinzurennen. Weil er ja weiß, dass der T-Rex da draußen steht. Jetzt läuft der Rex wahrscheinlich weg in den Wald, keine Ahnung, und jetzt kommt Ian Malcolm. Hab gehört, es gäbe Oscar-Hater. Gibt's nicht, weil sobald du Oscar hatest, findet Oscar dich innerhalb von weniger als einer Millisekunde. Deswegen gibt's offiziell keine Oscar-Hater. Dann stirbt Archie jetzt hier bei der Velociraptorenwiese wahrscheinlich. Man sieht's halt dann nur nicht. Das ist auch so eine geile Szene einfach. Ich finde das so gut. Da, wie sie ankommen. Ey, wie, das ist schon geil gemacht. Zack. Geil. Ach, war Archie der Erste oder was, der geknappt wurde? Oder der Zweite? Hier sind die beiden Szenen, finde ich, zueinander gecuttet worden. Da fehlt wohl noch was dazwischen. Mit Sicherheit war noch eine eigene, eine deleted Scene da eigentlich dazwischen geplant gewesen. Weil wo sind die Raptoren auf einmal hin?
Seit dem Film laufe ich nicht mehr ins hohe Gras. Ich schon. Ich renne ins hohe Gras, aber schrei dabei nicht ins hohe Gras laufen. Das mache ich immer. Wenn ich mit dem Hund draußen bin, schreie ich immer nicht ins hohe Gras laufen und renne geradewegs ins hohe Gras rein. Ja, die besten Tode hat Jurassic Park 2 auf jeden Fall. Ich renne ins hohe Gras für Pokémons, aber du musst dabei trotzdem immer schreien, nicht ins hohe Gras laufen, auch wenn du keine Kollegen dabei hast. Wenn komplett fremde Leute an dir vorbeilaufen, musst du die immer anschreien, nicht ins hohe Gras laufen, und dann rennst du einfach ins hohe Gras rein. Das macht man aus Solidarität so. Ach, wie cool man einfach diese Jurassic Park Trilogie in ein Spiel packen könnte, in so ein richtig geiles Spiel. Depp. Auf dem Bild da unten, auf dem Werbebild, sind da gerade wirklich Alan Grant, Ellie Sattler, Tim und Lex gewesen? Sah so aus. Wann machst du Jurassic Park 3? Nächste Woche. Irgendwann nächste Woche. Und dann müssen wir auch mal gucken. Bis dahin werde ich ach Gott, Sprachbehinderung. Bis dahin werde ich rausgefunden haben, wie ich eine Abstimmung hier auf Twitch machen kann. Ob wir nach Jurassic Park 3 wirklich noch zusammen Jurassic World Camp Cretaceous gucken wollen. Oder ob wir halt sagen, nee, wir gucken erstmal alle Filme durch und danach, wenn er noch Bock hat, kann Camp Cretaceous auch noch sehen. Mitgucken, so rum. Vor allem hatten die Infrarotaufnahmen, wo die Raptoren brüten, stimmt eigentlich, ne? Stimmt. Aber die mussten da lang, weil. Wenn du halt die Wahl hast, irgendwie 10 Minuten irgendwo außen rum zu laufen oder mittendurch, obwohl da eine Gefahr ist, läuft jeder eigentlich mittendurch. Würde ich auch machen, als ob ich außen rumlaufen würde. Gar keinen Fall. Ja, mit Nick wussten sie aber auch nichts anzufangen in dem Film irgendwie. Ja, aber es geht auch darum, dass du, wie du es sagst, nicht ins hohe Gras laufen. Du musst einfach aus dem Nichts heraus, musst du die Leute, wenn sie so nah an dir dran sind, so auf der Höhe, so du bist hier, warte, so. Du bist hier kommt ein Spaziergänger lang und dann schreist du einfach aus dem Nichts heraus, nicht ins hohe Gras laufen. Noch so schön den Kopf nach vorne und dann rennst du ins hohe Gras. Ja, ich will Camp Cretaceous sehen, okay. Ja, ich habe gerade gelesen, ich kann Abstimmungen aber schon machen. Die Kamera nervt mich gerade total, ey. Die ist gerade sehr seltsam. Ich kann Abstimmungen machen, wenn ich das aktiviert habe. Das musst du erst aktivieren bei Twitch. Und ich habe diesen Punkt eben gerade nicht gefunden. Ich gucke da nochmal nach, wenn der Stream hier vorbei ist. Jetzt kommt gleich der Raptorentritt des Todes. Nicht ins hohe Gras, aber genau richtig, richtig.
Der Oscar wäre auf jeden Fall ins hohe Gras auch gelaufen. Da hättest du zuerst gesehen, wie so ein Raptor so einen Typen ins Gras zieht, und danach hättest du gesehen, wie Oscar einen Raptor ins hohe Gras zieht. Der hätte die auch gegessen. Roh. In Berlin bedeutet, ja gut, Berlin ist ja auch ein eigenes, das ist eine Stadt für sich, der bedeutet so einiges was anderes, glaube ich. Hier gibt es so ein paar Sachen, wo man sich denkt, da ist irgendwie fehlt da so, da fehlen Hintergrundinformationen. Warum fokussiert die Kamera mich andauernd ab? Weil ich so gemacht habe vorhin oder was? Ich glaube schon. Ich glaube, die Leute, die machen ja immer alles anders, als du es ihnen sagst. Siehst du ja auch bei uns. So, es heißt irgendwie, zieht eine Maske auf, die nicht mal ein Millimeter dick, Stück dick ist. Und trotzdem jammern sie alle rum. Nee, ich mach das jetzt aber nicht, weil sonst hast du mir was vorgeschrieben und dann mache ich das halt nicht. Deswegen, wenn du den Leuten einfach sagst, Leute, egal was ihr macht, zieht keine Masken auf, rennen die alle raus mit Maske und sagen, Etibet. So ist das da genauso. Also einfach hinschreien, rennt ins hohe Gras. Ian kann die Tür ausreißen, weil der hat 2 Tage lang mit Oscar trainiert. Privat. Der Oscar wäre der hätte wahrscheinlich beide T-Rexe, hätte er schon gezähmt und hätte beide an so einer Leine, würde mit denen einfach in das hohe Gras reinrennen. Selbst die Kamera hat Angst. Wahrscheinlich, das ist der Grund. Ich habe die Kamera jetzt auch gezähmt. Ja, mach noch ein paar Saltos zwischendurch und der Raptor wartet natürlich einfach. Toll gemacht. Raptor verletzt. Super gemacht. Kommt auch das mit den Ziegelsteinen, ne, wo sie die Ziegelsteine so runterzieht. Das fand ich auch immer sehr cool irgendwie. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie befriedigt einen das so, wenn diese Ziegelsteine so alle am Stück da runterfallen. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Achtung. Batz. Jetzt ist Nick wieder da, ne? Nick ist aber auch nicht mehr da, jetzt gleich bei der Stadtszene, oder?
Nick Van Owen. Schöpfer ihrer Zukunft, ja. Jetzt muss es nochmal ganz kurz Dominion-Gehate geben, aber als ob Ian Malcolm sich nach so einem Erlebnis dazu entscheidet, sich für eine Firma zu arbeiten, die genau den gleichen Scheißdreck schon wieder vorhat. Nur halt jetzt mit allem an Tieren. Nicht nur mit Dinosauriern, auch mit Insekten. Als ob der für die, ey, es ist eine so dumme Scheiße. Da trauert er jetzt, ne? Um Archie. Woher kannte Roland eigentlich Archie so gut? Also Archie, es gibt ja diese eine Szene, die rausgeschnitten wurde, wo man sieht, wie die beiden sich zum ersten Mal treffen, glaube ich, ne? Warum hatten die so ein gutes Verhältnis zueinander? Ist er wieder betrunken? Ich glaube schon. Immer gut, wenn du in einem fliegenden Helikopter einfach mal die Tür aufreißt. Auch in Flugzeugen ist das sehr zu empfehlen. Nick versteht gar nicht, hä? Was ist denn daran so schlimm? Wie er die beiden angeguckt hat. Er setzt sich einfach wieder hin. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Hast du schon mal Primal Carnage gespielt? Das sagt mir was. Nee, habe ich auf jeden Fall noch nicht gespielt, aber der Name sagt mir was. Ich gucke mal. Ist das so ein Survival-Game oder was? Muss leider los. Schulze 902, viel Spaß bei was immer du machst und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Oscar ist der Chuck Norris des Jurassic-Universums auf jeden Fall. Eher eine Art Dino-Shooter. Man kann als Dino und als Shooter, als Soldat spielen. Krass. Ich schreie immer im Auto, nicht ins hohe Gras fahren. Ja, du machst es aber vollkommen richtig. Du hast es verstanden. Du hast es verstanden. Du hast auf jeden Fall, ey. Du müsstest immer schreien. Auch wenn ihr einfach Fluglotsen seid. Einfach mal einen Piloten anfunken, einfach mal ins Mikro reinschreien, nicht ins hohe Gras fliegen. Das ist nicht so schwer. SS Venture, Fun Fact.
So hieß auch das Schiff, das Kong von Skull Island in die Stadt gebracht hat. Godzilla-Anspielung. Gibt es übrigens auch gleich noch eine hier. Ja, Quatsch, Kong-Anspielung. Eine Godzilla-Anspielung gibt es gleich noch hier im Film. Dann habt ihr übrigens auch gewusst, dass der Giganotosaurus nur aus einem einzigen Grund Feuer spuckt in Jurassic World Dominion. Weil auch das eine Anspielung sein sollte auf Godzilla. Der Giga ist einfach Godzilla, ja. Der sieht halt auch so aus. Ja, rennt mal um euer Leben. Rennt mal um euer Leben. Nicht ins hohe Gras schwimmen ist auch gut, ja. Nicht im hohen Gras essen. Das kannst du bei allem machen, bei allem. Wenn du mal Dino Crisis gespielt hast, wirst du merken, dass das ein oder andere vielleicht die OHC, was? Die OHC inspiriert hat für Jurassic World Dominion. Ja, für Jurassic Park und World. Wer ist denn, was ist denn DOHC? Check ich gerade nicht. Ach so, okay. Ja, die eine Stelle, wo der Giga den Kopf durch diese Tür durchstreckt, ne, und dann so hin und her reibt, soll wohl sehr stark abgekupfelt sein von Dino Crisis. Ich habe Godzilla, ich habe die ganzen Filme einfach noch hier auf VHS. Auf VHS. Mit Videorekorder. Richtig stolz in die Kamera geguckt. Nicht ins hohe Seegras fahren. Nicht ins hohe Gras pinkeln. Auch ganz wichtig. Ganz wichtig. Lieber an den Zaun. Den Elektrozaun. Meint ihr, so ein Saurier hat schon mal gegen den Elektrozaun gepinkelt, aus Versehen? Ah, das muss wehtun. Nee, das war Oscars Arm eben, der da gelegen hat mit dem Knopf, weil Oscars Arm wächst nach. Das wissen viele nicht, aber Oscars Arme wachsen immer nach. Ich habe zu dem Thema auch auf YouTube schon Videos gemacht, eins, wo es darum geht, was auf dem Boot passiert sein könnte. Das kannst du dir gerne mal anschauen. Wenn Oscar gegen den Elektrozaun pinkelt, fällt der Strom aus. Das ist auch übrigens passiert. Naturally hat gar nicht das Ding abgeschaltet. Es war eigentlich Oscar, der gegen den Elektrozaun gepinkelt hat. Der Haufen in Jurassic Park 1 war auch nicht vom Triceratops gewesen. Aber Oscar ist schon länger im Park und es gab am Mittag gab es Chili con Carne. So wird er dazu schon mal gesagt. Meine Kuh ist wie von einem Dino und hab gegen den Zaun gepinkelt. Wie war's? Wie war das Erlebnis? Ich esse später Lasagne.
Das ist auch sehr lecker. Lasagne ist auch geil. Letztens Diskussion mit meiner Freundin einfach gehabt, weil sie gemeint hat, sie isst gerne Nudeln, aber keine Lasagne. So Haschi und so mit Hackfleisch, ne? Und ich denke mir so, ey, das ist doch extra. Wo ist denn da der Unterschied? Nudeln und Lasagneblätter sollten eigentlich dasselbe sein. Kleiner Funfact: Als die Gallimimus-Herde panisch wegrennt, rennen sie eigentlich vor Oscar weg. Ja. Ja, lass es dir auf jeden Fall schmecken, genau. Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, ich habe schon bei Jurassic Park 1 auf den Embryodosen Giganotosaurus stehen sehen. Keine Ahnung. Kann sein, das weiß ich nicht. Wäre mal interessant zu wissen, ne? Welche Saurier hat der Nettry eigentlich mitgenommen? Da steht ein Saurier in unserem Garten. Macht er jetzt nicht einfach ein Foto von dem T-Rex mit Blitzlicht sogar noch? Gehen hier gerade mit den Oscar-Memes ab, ey. Ihr seid so richtige Oscars, ey. Unknown Oscarverse. Das wäre auch was. Und Jurassic World hat Oscar den Vogelkäfig kaputt gemacht. Gott. Oh, Leute. Oscar gewinnt auch keine Oscars, denn Oscars gewinnen Oscar. Ey, die schreit einfach auch alles zusammen. Das ist so krass, wie man so hysterisch werden kann, nur weil ein T-Rex auf dich zurennt, ey. Bleib doch mal cool bei sowas. Oscar hat sich erstmal eine Kippe angesteckt, jetzt in aller Ruhe. Und so einen vorbeirennenden Harry nach dem Feuerzeug gefragt. Oh, der T-Rex will unbedingt mit rein. Der will unbedingt mitfahren. Jetzt ist er sauer. Ja. Tja, wenn der Bus Verspätung hat, genau das kommt dabei raus. Jurassic Oscar. Der Indominus ist nicht vom Helikopter, sondern vom Oscar weggerannt. Ja. Oscar World. Jurassic Oscar.
Indominus Ritz 20. Ich glaube, jeder Saurier hat Oscar-Gene. Ach, das ist auch eine arme Sau jetzt hier. Ich glaube auch, dass in der Welt von Jurassic Park einfach jeder sein Kind Oscar nennt. Auch die Mädchen. Ich kann nicht mal in den Chat reingucken. Ey. Er kommt mal auf so Ideen. Oscar hat Henry Wu gezüchtet. Ah. Gott. Muss mich auf den Film konzentrieren, ihr Oscars. Was? Oscar ist kein Snickers, wenn er hungrig ist, sondern ein ganzes Reh, was er nur mit der Hand gefangen hat. Ah, ja. Kriegt die Autos um. Oscar macht alles. Oh Gott, Oscar ist halt echt viel zu krass unterwegs. Na, jetzt wirst du bald auch gefressen, mein Freund. Wenn Oscar in die Sonne schaut, muss die Sonne blinzeln. Ja. Aber weißt du auch, wie Oscar in die Sonne guckt? Du musst dir halt den Blick reinziehen. Oscar guckt nämlich genau so in die Sonne. Achtung. Natürlich muss sie dann blinzeln. Ist doch vollkommen logisch. Oh Gott, ich brauche Urlaub, ey. Wir fliegen übrigens dieses Jahr auch mit Air Oscar. Das ist umweltfreundlicher, weil Oscar wirft das Flugzeug einfach. Ey, das tut auch weh, ne? Das tut schon auch weh, wenn du so die Zähne in den Unterleib gerammt bekommst. Die Akten von Henry Wu durchsucht, findet man irgendwo
Oscar. Ich glaube auch, dass Oscar eigentlich eine Züchtung ist von John Hammond und von Henry Wu eigentlich, ne? Hätte Louis Dutchen einfach Oscar angeheuert, ihm diese Embryoproben zu holen, wäre das nicht schiefgegangen. Weil Oscar spuckt auch zurück beim Dilophosaurus. Wenn der Dilophosaurus meint, er müsste Gift spucken, macht Oscar einfach. Und dann. Der Spino braucht eine Genickbrechenschulung bei Oscar. Das ist richtig. Richtig. Ich hätte gerne eine Oscar-Sammelfigur. Das ist doch eigentlich der beste Abschluss für die ganze Reihe, oder? Jurassic Park 2 ist doch eigentlich der beste Abschluss für die ganze Reihe. Hi, Servus, Among Us, Brudis. Schön, dass du am Start bist. Zu The Lost World Jurassic Park 2. Ich muss leider gehen, bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und immer dran denken, Oscar sieht alles. Ehren-Oscar habe ich vorhin auch irgendwo gelesen im Chat. Und jetzt sagt John Hammond sogar genau das Richtige. Wir müssen die jetzt in Ruhe lassen, die Dinos. Die müssen jetzt frei leben auf ihrem eigenen Areal, auf ihrer eigenen Insel. Ist doch eigentlich perfektes Ende. Nee, in Jurassic World Dominion müssen sie unbedingt wieder eingesperrt werden. Ja, ich finde auch die. Deswegen habe ich auch noch kein Ranking zu den Filmen gemacht, weil die werden einfach immer schlechter, finde ich. Eins, zwei und drei sind noch so die Schulnoten von eins, zwei und drei und ab Jurassic World geht es dann los mit vier minus fünf und ja, fünf minus, komm, eine sechs ist er jetzt auch nicht der Dominion, aber er ist halt einfach schlecht. Okay, schöner Film. Schöne Sache hier. Ah. Das Jurassic Park 3 war nicht so gut. Okay, das haben wir schon gehabt. Oscar spuckt den Dilophosaurus an. Ja, er spuckt auf jeden Fall zurück. Hundertprozentig. Wann kommt das Todesranking von Jurassic World? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Nächste Woche werde ich das auch nicht, noch nicht schaffen. Übernächste kann man mal machen. Kann man mal anpeilen, auf jeden Fall. Servus und Moin. Oh Gott, Black Phonix 69. Ihr habt immer so richtig geile Namen. Mach viel Spaß mit dem Hundewelpen und bis zum nächsten Mal. Freue mich auf morgen, schon morgen auf YouTube, einen neuen Part Oscar The Game zu sehen. Es wird leider, leider bald keine Oscar-Parts mehr geben.
Oscar hat es ja irgendwo auch verkackt, ne? Man weiß es aber eigentlich nicht. Weiß man, ob Oscar wirklich tot ist? Eigentlich weiß man das nicht. Oscar kann eigentlich nicht sterben. Oscar spawnt nur neu. Wann kommt die Buchbesprechung? Ich schreibe mir das mal alles irgendwie auf. Ja, ihr habt schon recht, dass ich da so ganz viele Sachen noch habe, wo ich, gerade was so Reihen angeht, ist halt immer so eine Sache. Aber ich schreibe mir das alles mal auf und ich kümmere mich dann da echt drum. Dass wir eventuell die Buchreihe einfach dann auch genauso runterrattern, wie jetzt hier dieses Let's Play von Jurassic Park The Game. So. Würde ja Sinn machen. So. Oscar, der Film, das wäre ein geiles Prequel zu Jurassic Park. Oscar ist ein eigener Cheater, ist auch nicht schlecht. Oscar hatte mal einen Kampf mit einem Raptor. Nach 15 Minuten qualvollen Kämpfen ist der Raptor dann auch gestorben. Das hast du aber von Expendables geklaut, ne? Den Spruch. Ich wurde von einer Kobra gebissen. Und nach 3 langen, qualvollen Tagen ist die Kobra dann auch gestorben. War das nicht so? Danke für den Stream. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass ihr alle dabei seid. So. Was machen wir jetzt? Machen wir noch irgendwas oder machen wir jetzt nichts mehr? Warum geht denn jetzt hier der Bildschirm einfach aus? Bis denn, Momo, mach's gut. Ehren-Oscar. Ehren-Oscar-Droppen. Schaust du Marvel? Ich schaue auch Marvel, aber weniger, immer weniger. Weil Marvel ist auch, das ist mir zu viel, ey. Die wissen ja auch nicht, wann es gut ist, wenn man mal irgendwie aufhören soll, wenn man Schlussstrich machen soll. Marvel macht immer weiter und immer weiter und es ist so langweilig. Und die machen auch nichts anders. Ne? Marvel ist immer noch genau dieselbe Formel wie schon seit, was weiß ich, seit wann. Jetzt kommt noch das Multiversum mit dazu und jetzt meint man halt, man könnte einfach eh machen, was man will und Struktur ist ja, scheiß auf Struktur, ist ja alles einfach Multiversum und dann passt das schon die Sache. Meine Welt ist es auf jeden Fall nicht mehr. So. Wir können da ganz kurz hier mal eine Runde abfragen. Ich habe jetzt ja schon auf YouTube eine Umfrage gemacht gehabt, wo es darum ging, was wir mal hier auf Twitch auch mal live zocken können. Die Mehrheit ist für Jurassic World Evolution 2 gewesen. Kann man gern machen. Werde ich auch machen. Wahrscheinlich aber auch nicht länger als einmal. Ich mit so Park-Simulator-Games, ey, ich weiß es halt nicht, ne? Und da so beim Streamen so Spaß dran hat. Ich hätte Bock auf irgendwas mit einer Story. Und da haben auch sehr viele von euch vorgeschlagen, Lego Jurassic World. Oscar das Spiel. Folger, ja, Fall Guys können wir auch zocken. Ich habe jetzt eher was gemeint Richtung Jurassic Park. Wir können aber auch gerne einfach mal sagen, ey, lass mal irgendwann die Tage zusammen einfach was zocken mit der Community. Die Community. Dass man da auch nochmal was reinölkt. Wo ist denn mein. So. Kann man nochmal was trinken? Oscar hat den T-Rex aus Jurassic Park 3 mit Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbelebt. So ist es eigentlich abgelaufen. Resi 2 Remake geht nicht im Koop, ne. Vielleicht irgend so ein Online-Modus, aber das ist ein Singleplayer-Spiel. Jurassic Explorer und Jurassic Dreams wollte ich auch schon mal streamen hier. Die habe ich nämlich auch, die beiden Games. Die sind ganz cool.
Ja, wir können uns dann noch was überlegen, was wir da mal zusammen zocken. Seid ihr auch alle im Discord-Server? Ich weiß es nicht. Ihr müsst, wahrscheinlich seid ihr alle im Discord-Server, ne? Würde ich einfach mal raten. Wenn nicht, dann müsst ihr mal gucken bei mir auf YouTube unter der Community. Diese Kamera macht mich gerade wahnsinnig. Warum fixiert die mich denn nicht mehr an? Einfach nur. So. Da könnt ihr den Link gucken. Den Link gucken, ja. Den Link finden zum Discord-Server. Dann kann man da mal drüber quatschen. Obwohl ich ja längst die Kontrolle verloren bin über den Discord-Server. Da hat Jurassic Gaming die Kontrolle jetzt übernommen. Oscar hat Owen beide Hände gebrochen. Ja. Okay. Am brutalsten fand ich den mit Eddie, glaube ich. Ich meine, der wird in zwei gerissen. Oder auch der von Mr. Arnold, aber den sehen wir ja nicht. Da sehen wir ja nur, was da passiert ist. Aber den Tod sehen wir ja nicht direkt. Machen wir jetzt noch was? Nee, machen wir jetzt nicht mehr. Ich mache eine Abstimmung auf bei YouTube. Und dann gucken wir, was wir das nächste Mal machen. Wie gesagt, Jurassic World Evolution ist aus irgendeinem Grund da. Es haben ja sau viele Leute da abgestimmt. Weiß nicht, warum das da so hoch angesehen ist, weil das einfach ein Parkaufbauspiel ist. Machen wir aber trotzdem auf jeden Fall. Und dann machen wir noch eine Abstimmung, was wir danach nochmal zocken können. So. Würde sagen, wir verbleiben erstmal so. Danke an alle, die mit dabei waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt den Film genauso genossen wie ich, obwohl ich wieder sehr viel dazwischen gelabert habe. Aber das ist ja eure Schuld. Ne? Gut. In diesem Sinne, könnt ihr hier gerne noch ein bisschen weiter chatten und diskutieren. Aber ich bin dann soweit erstmal raus mit dem Stream und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht euch noch einen schönen Samstag und immer dran denken. Bleibt Ehren-Oscars. Das ist ganz wichtig. Bis dann. Ciao.